Und ich glitsch hier rum. Hä? Kann mich nicht bewegen. Um mich. Ja, perfekt, dankeschön. Digga, das ist so ein Bug in der 1.18, wenn du dich zwischen so Büschen stellst und dann hier sneakst. In diesem Video habe ich dem Clash Games gesagt, dass wir ein Hausbau-Battle machen werden. Was er nicht weiß, ist, dass ich wieder Sounds abspielen kann, die er auch hören wird. Ich werde ihn also mit den verschiedensten Sounds trollen. Und am Ende habe ich ihn auch noch versucht, richtig krass zu erschrecken. Ob das geklappt hat, seht ihr selbst. Wie gesagt, wir machen Folgendes. Wir spielen im Survival-Modus und bauen dann beide so ein Haus, okay? Ja, und was ist dann das Ziel? Das Ziel ist, dass wir beide ein Haus bauen und gucken, wer dann mit solchen natürlichen Sachen, die in der Natur vorhanden sind, ein geileres Haus baut. Mein Haus wird einfach aus bestehen. Ja, ist egal, passt schon. 2, 1, go. Wir werden heute mal battlen in einem Hausbau-Battle. Und zwar mit am Start ist der Clash Games. Hallo. Minecraft-Profi, man kennt ihn, Leute, ne? Wir sind hier irgendwo in der Wildnis gespawnt und wir werden uns jetzt mal ein paar Sachen zusammensuchen. Starten wir mal sofort los. Leute, smasht wie immer den Like-Button, abonniert diesen Kanal und schaut auch bei Clash Games den kleinen Halunken vorbei. Ah ja, okay. Oder wir könnten zusammen ein Haus bauen. Wobei, dann wäre es, glaube ich, nicht so spannend, oder? Nein, ich baue mein eigenes Haus. Du baust dein eigenes? Nicht viele Materialien. Okay, dann baue ich mal mein eigenes Haus hier. Wann hast du denn schon mal ein Haus gebaut in Minecraft? Ja. Ja? Hast du gemacht? Hey, ist irgendwo oder so ein stirbt Zombie oder so. Ja, da stirbt ein Zombie unter uns wahrscheinlich. Willst du gerade abgucken, wie ich mein Haus baue? Ja, ich will mir deine Strategie abschauen, ne? Wie geht's denn? Wer am schnellsten Haus baut? Wir lassen uns so 10, 20, 30 Minuten Zeit. Also eigentlich gar nicht so Zeitdruck. Einfach, wer das schönere Haus baut, ne? In einem relativ kleinen Zeitrahmen. Ja, Als was? Als was zählt ein Haus, Hä? Ey, kannst du mir mal helfen? Ich glitch hier rum. Hä? Kann mich nicht bewegen. Um mich. Ja, perfekt, dankeschön. Digga, das ist so ein Bug in der 1.18. Wenn du dich zwischen so Büschen stellst und dann hier sneakst, dann bekommst du Schaden. Das ist ganz komisch. Frage, als was zählt ein Haus? Ein Haus zählt so, wie du halt denkst, dass es schön ist, ne? Wenn du sagst, das hier ist dein Haus und das hier ist alles, was du gegeben hast und was du rausholen konntest, dann ist es dein Ergebnis, ne? Ist ja okay, also. Okay, nochmal kurz das Trinken hier. Ganz nice. Sehr geil. Ist sehr normal, geil. Dass ich von hier hinten höre, dass du isst? Ja, das ist normal. Weil wir noch nebeneinander stehen. Ach so. So, jetzt esse ich was, siehst du? Warte. Jetzt esse ich was. Aber wir können ja trotzdem mal gemeinsam in die Mine gehen. Nein! Oh Gott, war das knapp. Nein! Ey, was machst du? Hier ist ein Creeper explodiert, aber im Wasser. Alles gut. Alter. Boah, Junge, ich dachte, ich sterbe jetzt einfach schon nach 2 Minuten. Das wäre natürlich das beste Leben. Was wäre dann? Was wär dann passiert? Ja, dann wäre ich halt gestorben, ne? Aber eigentlich für unsere Zwecke ist es eigentlich egal, ne? Mein Haus ist fertig. Ist fertig? Okay, zeig mal. Ja. Also ganz ehrlich, ist nicht von schlechten Eltern, ne? Und da passt auch ein Bett rein, schau. Ja, zeig mal. Oh ja, passt ein Bett rein. Was will man mehr, ne? Sternezimmer. Dann müsstest du eigentlich so einen fetten Sound hören. Warte. Voll? Krass, oder? Hä, was ist das? Warum passiert das? Ja, das ist so eine Art Trophäe. Das haben die neu eingeführt, dass dann solche Sounds kommen. Das passiert auch, wenn du den ersten Block abbaust. Dann werden solche Sounds abgespielt. Guck mal, wenn ich es abbaue. Siehst du, wird ein Sound abgespielt, so ein Trophäensound, dass ich... Hä? Ja. Also das musst du einstellen, in Einstellungen. Nee. Also auch auf dieser Xbox-Seite halt, ne? Bei jeder Kleinigkeit, das ist richtig... Guck mal, selbst das erste Mal, wenn du Schaden bekommst, wenn du hier runterspringst, dann kommt auch dieser Sound. Warte. Hier und... Das macht sogar keinen Sinn, ne? Wegen jeder Kleinigkeit wird einfach so ein Sound abgespielt, ne? Das ist ja dumm, ey. Das ist mega dumm. Selbst wenn du das erste Mal von einem Monster stirbst, kommt dieser Sound. Kommt der Sound auch. Und auch das, auch wenn du dein irgendwie Werkzeug craftest. Also ich habe jetzt noch gar kein Werkzeug hergestellt. Aber guck mal, ich mache jetzt in diesem Moment mir eine Holz-Axt und bam. Mhm. Sofort kommt wieder dieser Sound. Junge. Die ganze Zeit. Das macht einfach so keinen Sinn, ne? Es ist einfach so sinnlos, ne, dieser Sound, ey. Ja, nice. Ey, geh aus meinem Haus raus. Ah nein, schon wieder. Kannst die Tür aufmachen? Danke. Das macht so keinen Sinn. Die ganze Zeit rum. Ja, ey. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja gut, dann lass mal, würde ich sagen, in die Mine gehen. Dann können wir da nochmal ein paar Sachen
besorgen für unser Haus. Mhm. Hier sehe ich jetzt. Du schwimmst einfach. Ja, ja, du schwimmst auch. Oh. Ein Wunder, dass ich dafür keinen Sound bekomme eigentlich, ne? Kriegst du auch einen Sound dafür, wenn ich dich einfach haue? Ja, probier mal aus. Und? Als ob, Alter! Wie crazy ist das denn? Jeden Müll kommt einfach so ein Sound, ey. Sammel das mal ein hier. Was? Warte, warte, warte. Wo? Das welches Item? Sammel das. Achso, ja, ja, nee, da passiert nichts. Bau das leider mal ab. Ah, das hier abbauen? Ja. Warte. Nein, ein Sound, Alter. Warte mal, warte mal. Ich baue mal eine andere Holzsorte ab. Vielleicht kommt dann auch dieser Sound. Warte mal. Die Holzsorte hatte ich noch nicht. Eins und... Digga. Hä? Siehst du denn auch diese Meldung die ganze Zeit oben rechts oder ist es nur bei mir? Nee, ich höre nur so einen Sound die ganze Zeit. Was? Es macht einfach so keinen Sinn, ne? Oh, hier ist eine Höhle, Pat. Ja? Ja. Ah, okay. Creeper irgendwo. Oh, Creeper, ja, ja, bei mir, Creeper. Ja, der ist weg, nice. Siehst du mich denn hier unten? Ja, ja, ich sehe dich, sehe dich. Oh, moin, was geht? Was geht? Na? Was geht? Dann, ich guck mal, ob hier was... Oh, wir können hier Fackeln machen, sehr nice. Die Bergbank habe ich nicht mitgenommen. Ja, ich habe schon eine Steinspitze. Oh, Creeper, Creeper ist hier. Ah! Oh was Gott. Denn? Ja, ich hab den nicht gesehen, weil ich mich umgedreht habe, weil ich zu dir geguckt habe wegen diesem. Ja, weil hier wegen diesem Achievement unten links. Das war. Achso. Hab mich ein bisschen irritiert gerade. Oh, ist echt dunkel hier unten. Ja, ja, ich mach mal ganz kurz ein paar Fackeln, warte. Zack. Ich hab schon. Sehr nice, sehr nice. Ist normal. Oh, hier ist irgend so ein Skelettteil. Was? Hier ist, glaube ich, irgendwo so ein Skelett. Ja, ja, ich hör's auch gerade. Steht da was hier vorne? Rohkupfer. Was kann man mit Rohkupfer machen? Das kannst du benutzen für so Kupferblöcke und sowas, ne? Was bringen einem Kupferblöcke? Damit kannst du so Blitzableiter und sowas machen. Was bringen einem Blitzableiter? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Also irgendwie haben die Blöcke noch nie so eine fette Funktion. Oder ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ne, Leute? Oh, da stirbt ein Zombie, glaube ich. Hä? Ich ist ein Zombie gar nicht, hier? Aus welcher Richtung der kommt, der Sound? Dieser Sound? Also eigentlich ist von unten, wenn ich das richtig gehört habe. Meine ich zumindest. Oh. Ich habe Kupfer noch gar nicht abgebaut. Warte. Ah, hier ist sogar Eisen. Digga, Eisen. Warte. Und oh, jetzt kommt das. Aber warte mal, das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob dieser Sound kommt, wenn ich das mit Holz abbaue, weil das ist ja das falsche Werkzeug. Und? Bruh. Na, passiert gar nichts. Hättest mir mal deine Spitzhacke geben müssen. Verdammt. Hier ist eine Fledermaus. Kann man eine Fledermaus hauen? Ja, ja, kannst du hauen? Lol. Hä? Ja, jetzt als ob dieser Sound kam, was? Ja, jetzt hab ich den Sound auch gehört. Hast du auch gehört? Ja, ja. Hä? Und was hast du gemacht? Oh, hier ist ein Diamant. Hä? Das ist ein Glowlight. Das sind solche Lianen, die so leuchten. Die sind neu dazu gekommen. Oh mein Gott, komm hier hin. Ja? Hier hin. Ja, warte. Hier ist einfach eine Tropfsteinhöhle und hier geht's weiter. Ui. Ich muss den frische Luft holen. Oh, hier ist irgendwo ein Creeper. Oh, Creeper? Creeper? Hä? Ich sehe gar keinen Creeper. Ich auch nicht. Bei dir ein Creeper? Nee. Hier ist ja eh Wasser. Keine Ahnung. Ja, wie kannst ja, du so schnell nach unten tauchen? Ja, du musst sprinten. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, oh, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Da war, glaube ich, ein Creeper. Was vorbei? Ey, wir wollten doch eigentlich Häuser bauen. Jetzt sind wir ja, ja, Höhle. Ich wollte einfach so eine kleine Erkundungstour hier machen. Gib mal ganz unter deine Spitzhacke. Ich will noch einmal ganz kurz hier diesen Sound hören. Warte. Oh, boah, jetzt. Oh. Du hast noch mal ein Schiffchen bekommen. Ah, beste oh, Leben. Nein, oh, nein. Hab ich die Spitzhacke nein weggeschmissen, ey. Aber nochmal Erfahrung bekommen, ein bisschen. Nochmal ein bisschen Erfahrung bekommen. Level up. Sehr nice, nochmal kurz essen. Ich habe nur noch eine Melone. Ja, ich habe auch nicht mehr viel. So, ein bisschen abbauen hier. Level up, sehr nice. Ja, würde ich eigentlich sagen, wir können jetzt gleich wieder an die Oberfläche gehen, ne? Okay. Ah, ich bekomme Schaden. Warum? Weiß ich nicht. Wegen Hunger, glaube ich. Schaden, einfach mal random Schaden bekommen. Ja, ja, normal. Wegen random Schaden halt, ne? Der neue random Schaden-Glitch. Hä? Wie lang? Ja, aber wo kommt dieser Zombie-Sound schon wieder? Keine Ahnung. Digga, ich check's nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Egal, ich habe jetzt aber auch gar kein Essen mehr. Ich auch nicht. Dann lass mal einfach wieder zurückgehen, würde ich sagen, zur Basis, ne? Und dann, wo war die Basis? Da hinten irgendwo, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, die war hier irgendwo vor. Also zu weit kann es auf jeden Fall nicht sein, ne? Ja, ich muss unbedingt zu meinem Haus zurück. Ja, ey, du hast dir da so viel Mühe beigegeben, das wäre ja eigentlich schon fast schade, wenn wir das Haus jetzt nicht mehr finden würden, ne?
Boah, jetzt bin ich so langsam, weil ich einfach keine Hungerbalken mehr habe. Lol. Ist irgendwie so ein Crapper explodiert. Ein Crapper? Lol, da unten ist so eine geisteskranke Höhle, Pat. Ehrlich? Unter Wasser, ja. Ja, ich hab, das sind ja eigentlich noch, soweit ich weiß, genug Melonen. Dann kannst du ja eine davon nehmen. Oder da waren, glaube ich, noch ganz viele Melonenblöcke. Warte, ich muss jetzt erstmal mein Haus noch verschönern. Ja. Ja, die Details kommen halt jetzt, ne? Ja, hab ich. Sehr schön. So, ich kämpfe jetzt hier gerade wieder. Waren die Melonen? Du kriegst Damage. Ach lol, oh, sorry, ich hab ausgetappt. So. Oh! Und das ist die Melone. Hier haben wir auf jeden Fall noch ganz viele Melonen. Oh, du wirst gejagt, ne? Aber ich bekomme auch schon Schaden von den Zombies. Ja, die hab ich angegriffen. Melonen. Hier vorne sind Melonen. Frische Melonen. Geh mal in dein Haus rein, ne? Weißt du, was krass ist in diesem Haus? Hm. Guck mal, hier in dieser Ecke, siehst du das? Da unten, wenn du da, dich da umdrehst. Hast du dich ein bisschen erschrocken? Nee. Ehrlich, warum nicht? Komischen Schreisound auch nicht? Nee. Als ob, ja, Alter. Da war ja nix. Alter, ich dachte, du erschreckst dich bei diesem Schreisound. Spiel die ganze Zeit diese Sounds ab. Ess aus was. Besonders du noch so. Hä, ist das normal, dass man deine S-Sounds hört aus der Distanz? Achso, das ist nicht normal. Nein, ich mach die Sounds gerade selbst, hör das doch. Ich hab den Real Talk abgekauft. Oh, ein Creeper, da ist schon wieder einer explodiert. Ich hab den echt abgekauft, kein Spaß. Also, um dich aufzuklären, es ging nie um ein Haus. Aber es sieht trotzdem nicht schlecht aus. Ich würde so auf Video gleich zu dir so sagen, Jo, ist übel geworden in Minecraft, dass man so alles vom anderen hört. Like und Abo nicht vergessen, bis zum nächsten Mal und